Den Einsatz der Füße, der lässt sich auch übertragen auf die Bewegungen zur Seite, sodass wir den Rumpf nach vorne legen, zur Seite neigen, um dann mit Hilfe des Drucks der Füße die Wirbelsäule runden und wieder aufrichten. Die Füße ziehen den Rumpf nach vorn, der Rücken wird länger und neigen zur Seite und dann schieben die Füße den Rücken wieder in die Rundung. Zur Mitte nach vorn, zur Seite neigen und dann schieben die Füße wieder den Rücken rund. Vielleicht lässt sich der Einsatz der Füße ja übergangslos gestalten, sodass nie kein Schub oder Zug vorhanden ist. So ziehen die Füße mit dem Einatmen in die Streckung und in die Seitneigung, um dann übergangslos in den Schub überzugehen, die Spannung nicht zu verlieren und wieder in einen Zug überzugehen. Zur Seite neigen. Schieben und runden und ausatmen und übergangslos strecken, die Füße ziehen, sie ziehen und übergangslos schieben sie den Rücken in die Rundung mit dem Ausatmen. Ziehen, einatmen, zur Seite neigen, schieben, ausatmen und Rücken runden. Ziehen, einatmen und zur Seite neigen. Schieben, ausatmen und den Rücken runden.